Der kommt aus Biel und hat erst eine Ausbildung zum Elektromechaniker gemacht, bevor er dann Kunst studiert hat. Beziehungsweise Fotografie studiert in Lausanne und später an der Slade School of Arts in London Kunst. Und deswegen lebt er heute auch noch in Zürich und London, sozusagen zwei Studios, und arbeitet mit industriellen Prozessen, beziehungsweise hinterfragt er industrielle Prozesse, Strukturen, Oberflächen und spielt sozusagen mit Materialien in dem Sinne, dass er versucht, Prozesse auszuhebeln, Prozesse genauer zu untersuchen und dahingehend auch neue Formen zu schaffen, neue Ästhetiken zu generieren. Ich habe tatsächlich zuerst Fotografie studiert, also in der Kunstschule. Und dann habe ich mich eigentlich ein bisschen als kommerzieller Fotograf versucht, aber immer auch noch ein bisschen noch die Vision gehabt, so eigene Lichtquellen zu produzieren und nicht nur eigentlich das, dieses Elektroblitzgerät zu verwenden. Und habe mich da ein bisschen die ersten Tage der Fotografie mit künstlicher Belichtung ein bisschen orientiert, wo es früher noch so das Blitzpulver gab, wo so puff, wie man so kennt aus den alten Filmen. Und seitdem gab es dann eine Weiterentwicklung von diesem Pulver, das dann eigentlich eher so 30 Sekunden lang gebrannt hat, sehr, sehr hell. Und mit dem habe ich dann auch experimentiert. Und eigentlich so wie, man kann eigentlich so mit einem Leuchtkörper so fast die Nacht zum Tag machen. Und kurz danach wurde ich eigentlich noch eingeladen, also durfte ich die Kunstschule, also den Master in London machen, in der Slade. Und die fanden, du kannst gerne kommen, aber keine Explosion in London. Und da fand ich kein Problem. Und eigentlich war dann, ich habe dann herumgepöbelt, gelesen, dass es so Sporen gibt, die sich entflammen. Und von einer Pflanze, und ich habe eigentlich diese Pflanze angepflanzt, das war ein Moos, und habe das auch mühsam hochgezogen und dann geerntet und so abgeschüttelt und diese Sporen gesammelt, sehr aufwendig. Und das ist wirklich so ein ganz tolles, dünnes Pulver. Und wenn man das auf einer offenen Flamme hält, explodiert es, also entzündet es sich. Und zwar so auf dem Prinzip der Staub-Luft-Gemisch. Wenn Sie aber dieses Pulver flach haben auf einer Oberfläche, dann gibt es eine ganz kleine Flamme, die fast keine Hitze erzeugt und wandert so ganz klein. Und ich fand eigentlich das weg, und dann kam eigentlich dann durch Tests, war dann eigentlich so, dass ich das zuerst mit Schwarz-Weiß-Bildern ausprobiert habe. Das ist übrigens das Pulver, das sieht man also, das ist wirklich so sehr fast flüssig. Und wenn man das Pulver also auch auf Schwarz-Weiß-Papier, oder zuerst habe ich es mit Schwarz-Weiß-Papier getan, wenn man das Pulver in der Dunkelkammer das Papier bestreut und dann entzündet, dann belichtet es das Papier. Man muss aber das Papier immer leicht bewegen, sodass sich die Verbrannten mit dem unverbrannten Pulver sich wieder vermischt und die Flamme weitergeht. Und was es macht, es belichtet eigentlich das Papier. Und bei den Farbpapieren ist es so, dass es wirklich alle diese Farben rauskitzeln kann, die eigentlich im Fotopapier eingebettet sind. Also die x Millionen Farben, die eigentlich in den Schichten sind, die können so ausgekitzelt werden. Also das wird eigentlich, deswegen hat das Papier auch so Falten und ein bisschen Knicke, weil das muss konstant, muss das so bewegt werden. Und bei Farbpapieren macht man das in absoluter Dunkelheit und man sieht da auch nicht so viel. Aber man kriegt mit der Zeit auch so ein bisschen Intuition und auch ein bisschen eine Erfahrungswert. Aber es hat immer noch einen großen Überraschungswert. Und was ich dann eigentlich auch immer sehr spannend fand, weil in der Fotografie, wenn man eigentlich Fotografie lernt, die Fotografie etwas sehr, sehr Kontrolliertes wird. Und da gab es eigentlich für mich eine Richtung, wo ich eigentlich mich das sehr interessiert habe, was man da alles so herauskitzeln kann. Also muss man auch sagen, das ist ein Fotopapier, ein Fuji Crystal Archive Papier, also damals der neueste Stand von Archiv-Fotopapier, das eine Farbechtheit irgendwie auf 200, 300 Jahre garantieren soll. Also wirklich ein absolutes Hightech-Papier. Und eigentlich war die Idee mit diesem eigentlich sehr alten Pulver, eigentlich mit diesem absoluten Hightech-Material eine Verbindung zu kriegen, wo man auch wie dieses Material zweckentfremdet.
um was Neues zu generieren. Und in dem Sinne ist es technisch gesehen Fotogramme, was der Fotografie unterliegt, aber ich würde es nicht in dem Sinne in die, wie soll ich sagen, für mich ist nicht der, ist eigentlich nicht die Uhr der das Interesse der, primär von der Fotografie in dieser Arbeit. Fuji, die haben ein großes Labor in Zürich und die waren total perplex. Nein. Die waren, wow, also was geht denn hier? War direkt auf dem Papier. Die das haben, das, wir haben das analysiert, ja. Aha, okay. Das ist, das macht wirklich, ist wirklich eine Belichtung und da ist auch keine Hitze, die entsteht, sodass es irgendwie das beschädigt. Ja. Also Sie haben es auch mal auf, die Hand, auf der Hand gemacht? Und ich kann es Ihnen auf der Hand hier machen, ich habe jetzt das Pulver nicht da. Also nein, also es ist nicht heiß. Also es macht nur Licht. Nein, das macht nichts. Nein. Okay. Wenn Sie es so auf der Hand haben, nicht. Nein. Mhm. Sind Sie jetzt von der Fotografie ganz abgekommen oder gibt es da auch noch neue Ideen zu? Die Fotografie hat sich massiv verändert, würde ich sagen, und hat einen sehr schwierigen Standpunkt in der Kunst. Also weil halt wegen der technischen Entwicklung und so, dass in der Richtung gegangen ist, wie wir vielleicht noch vor 20 Jahren nicht erwarten hätten. Das heißt aber überhaupt nicht, dass mich das nicht mehr interessiert.